Hallo, wollen wir mal sehen, ob wir das zusammen lösen können hier. Die Textaufgabe ist: Großmutter Emma erzählt, meine Tochter und ich sind zusammen 110 Jahre alt, meine Tochter und meine Enkelin sind zusammen 58 Jahre alt und meine Enkelin und ich sind zusammen 84 Jahre alt. Wie alt sind jede der Frauen? Das klingt jetzt zuerst mal kompliziert, aber wir können das in drei einfachen Gleichungen zusammenfassen. 110 Jahre alt ist das Alter der Großmutter, G bezeichnet hier, plus das Alter der Mutter, M bezeichnet hier. 58 ist das Alter der Mutter, M, plus das Alter des Kindes, K. Und 84 ist das Alter der Großmutter, G, plus das Alter des Kindes. Daraus folgt, wenn man das weiterdenkt, wir können hier alles, was nicht Großmutter ist, von zwei der Gleichung können wir subtrahieren und bekommen das dann quasi auf die andere Seite der Gleichung, sodass wir dann aus 110 minus Alter der Mutter ist Alter der Großmutter. Das folgt aus diesem hier zwingend. Und 84 minus Alter des Kindes ist das Alter der Großmutter. Das folgt aus diesem hier zwingend. Daraus machen wir dann 110 minus Kind ist 84. 110 minus Mutter ist gleich 84 minus Kind. Und im nächsten Slide, Moment. Ja, daraus können wir dann, das können wir rüberkürzen, die 84. Und dann haben wir 26 ist Mutter minus Kind. Und daraus wird dann Mutter plus Kind ist 58, Mutter minus Kind ist 26. Und daraus können wir dann ganz einfach, wenn wir das k hier rüber kürzen, können wir diese Gleichung machen, wenn wir die m's quasi ersetzen. Und daraus wird dann 26 plus Kind sind 58 minus Kind. So, das ist jetzt schon relativ einfach, aber das können wir noch einfacher machen, indem wir versuchen, die k's aus der Gleichung zu holen. Das kriegen wir so hin. Ja, so, 26 plus 1 Kartel, also das Alter des Kindes geteilt, sind gleich 58 minus 1 Kartel, wenn wir das Ganze durch k teilen. Und daraus folgt dann, dass 27 Kartel 58 Kartel sind. Und daraus folgt dann, dass ich auch keine Ahnung habe. Okay, vielen Dank, dass Sie sich diese Präsentation angesehen haben. Ich hoffe, irgendjemand anders kann das Ganze lösen. Vielen Dank.